Von da kommen wir. Hier haben wir was freigesprengt, wo wir denken, dass wir nur für den Runterweg wieder brauchen. Weil das Quatsch ist, man könnte auch hier runter. Ach, hier ist ein... Hm, ich fast nicht gesehen. Alter. Ich frag mich immer noch, wie man ein Viech ins Wasser lockt. Oh, zwei Herzen. Kiste! Du hast ein Herzfragment gefunden. Hast du vier, also ein weiteres Herz. Yay! Okay. Ist das jetzt gut, wenn ich hier runterspringe? Ja, schaden kann es, glaube ich, nicht. Dann sind wir, hier sind wir, hier sind wir. Waren wir hier schon mal? Mal gucken. Lol. Das windbetriebene Tor. Lol. Okay. Jetzt waren wir aber dann immer noch nicht da oben. Auf der anderen Seite, ich meine, da oben gibt es ja keine Kiste oder sowas. Wofür ist die? Nö. Einfach nur, nö. Tja. Wie kam man jetzt wieder zum Boot? Weil ich glaube, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich alles haben, aber ich wüsste nicht, wo wir noch was holen sollen. Kann man die mitnehmen? Nein. Weil irgendwoher muss man doch eine Flamme haben können, um hier irgendwas töten zu können mit Flamme. So, gehen wir nochmal darüber. Ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Hoppala. Alter. Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Achso. Hier nicht. Hier glaube ich auch nicht so großartig. Legen wir einfach mal ein Bömmchen hin, für was auch immer. Nö. War klar. Okay, geht gar nicht. Zack. Ja gut, da waren wir ja eh schon, ne? Hier waren wir eh schon, genau. Hier waren wir ja. Ja, das geht nicht. Dann hier nochmal gucken. Können wir aber nirgendwo weiter hoch. Können wir auch nirgendwo weiter hoch? Dann kann das ja nur von hier oben irgendwo. Aber hier können wir auch nicht weiter hoch.
Nö, keine Chance. Also ich würde sagen, dann haben wir diese Insel ja eigentlich abgeschlossen. Ne, schöne Aussicht hier, aber ne, grundsätzlich würde ich sagen, hier ist abgeschlossen. Kann ich jetzt Wasser fallen? Wenn ja, dann gäbe es hier nämlich noch was? Nee. Hopp. Ne? Da könnte man höchstens noch die Honig, ich locke irgendwas ins Wasser Sache lösen, wo ich aber keine Idee mehr zu habe. Ne, weil hier, ne, da ist er ja. Das war natürlich geil, dass ich den da jetzt damit erschlagen habe. Da kommt gar nicht mit. Ach, guck mal, da ist der Honig noch, den wir da hingestellt haben. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Wenn ich den jetzt wegnehme, ja, dann gehen die aber auch wieder. Weißt du was? Wisst ihr was? Nee, ich krieg den nicht weiter gedrückt. Doch, das könnte es eventuell sein. Stirb im Wasser. Oh. Das könnte es aber sein. Das ist gar nicht mit dem Honig. Ja. Yes. So, hier kann ich dann so eins aufs Maul hauen. Was? Gib her. Dann würde ich sagen, ab zum Boot, weil jetzt wüsste ich wirklich nicht mehr, was hier noch ist. Einen Gegner mit über einen Flammenpfeil töten, das kriegen wir auch noch anderweitig hin. Glückwunsch, Kleiner, du hast es geschafft, aber es ist noch nicht vorbei. Du musst dich Oceanhorn stellen, aber be bevor du gehst, vergiss nicht, deine Vorräte aufzustocken und dich bestmöglich vorzubereiten. Kriegen wir das jetzt jedes Mal, wenn wir aufs Schiff gehen? Ich habe keine Ahnung. 100% fertig. Sehr gut. Ja. Hermits Insel ist auch zu 100% fertig. Heimatinsel dürfte auch zu 100% fertig sein. Jawohl. Ach, auf die Friedhofsinsel wollten wir ja noch. Stimmt ja. Stimmt ja. Dann fahren wir mal dahin. Auf zur Friedhofsinsel. Yeah. Wir müssen auf jeden Fall noch Gold farmen, dass wir 1000 Gold zusammen haben insgesamt. Dass wir nochmal einkaufen gehen können. Für den Erfolg, dass wir für 2000 Gold eingekauft haben. Was, glaube ich, bedeutet, dass man alles gekauft hat, was es überhaupt in dem Laden gibt. Schätze ich mal. Ich habe das nicht durchgerechnet, aber schätze ich mal. 734 Gold haben wir jetzt. Oh, das ist doch. Dürfte nicht mehr weit sein. Friedhofsinsel. Drei auf einen Schlag. Erledige drei Gegner mit einem Schwerthieb. Zugunglück. Erledige. The air feels sinister. There are thousands of graves all over the place. Some belonging to nobles and knights of old. Most graves have been looted by thieves a long time ago. Okay.
Mit düsterer Musik. Schön. Die gefallenen Helden von Arkadien liegen hier begraben. Mögen ihre Kriegshörner bis in alle Ewigkeit widerhallen. Okay. Ach, guck mal, siehst du, da ist doch schon mal Feuer. Da haben wir doch schon mal Chancen. Zum Friedhof. Ein Gegner zu töten über Feuer. Da fiel gerade ein Totenkopf runter. Hier ist ein Grab kaputt. Drei Gegner mit einem Schwertschlag. Müssen wir auch noch. Das könnte bei denen hier gut klappen, wenn man drei Stück von den Viechern hat. Was ist denn das für ein Friedhof, wenn hier überall so Stacheln rauskommen? Das ist ja irre. Da ist die Kiste. Kiste! Grabräuberei! Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Das ging schnell. Da habe ich es beim besten Willen an der Welt gerechnet. Warte mal. Dann nehmen wir mal mit. Dann stellen wir das hier irgendwo hin, wo wir es hier brauchen könnten, um mit einem Pfeil da durchzuballern. Sind die jetzt schon respawned? Ja. Scheiße, das wollte ich nicht. Ist nur der eine respawned? Ist aber doof. Ah, da kommt noch einer. Oh. Ah, ich will das schaffen. Verdammt. Verdammt. Verdammt, das gibt's doch nicht. Oh. Okay, gleich habe ich drei Stück zusammen, dass ich die... Lol. Nein, das hat nicht... Doch. Flambierpfeil, erledige ein... Yay. Okay. Und den nächsten Erfolg könnten wir theoretisch hier auch machen. Weil hier sind drei Gegner. Einer? Ja, die anderen sind noch nicht wieder da. Wobei der eine Gegner zwei Schläge braucht und die hier nur einen. Ja, super. Das klappt natürlich auch spitze. Egal, gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Weg mit dir. Oh. Steht da? Lieber Gärtner, ich habe den Eingang zur Rittergruft verschlossen. Aber trotzdem wandern dort des Nachts Skelette. Sei vorsichtig. Okay. Kann man bei den Gräbern was lesen? Nein. Kann man hier was entdecken? Ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, hier ist ein roter Diamant irgendwo. Also so ein Blutstein. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Aber es ist lang genug. Ich würde sagen, ich mache eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.